Wunderschönen guten Tag zu diesem kleinen neuen Unboxing auf dem Kanal. Es ist Weihnachtszeit und ja, es werden eine ganze Menge Pakete geunboxed und die Hersteller bringen natürlich auch ihre ganzen Main-Titel für die Konsolen und so auch Nintendo mit der Super Smash Bros. Ultimate Limited Edition. Und warum die Limited Edition, warum nicht die Special Edition? Ich habe bereits zwei Pro-Controller, auch wenn der von Smash echt schick ist. Aber ich dachte mir so, nee, ein bisschen Nostalgie-Flair darf schon sein. So, okay, dann starten wir mal direkt mit der Box. Super Smash Bros. Ultimate Limited Edition. Das Spiel mit dem Controller und dem berühmten Nintendo GameCube-Adapter, den es auch schon zu Wii U-Zeiten gab. USK 12, Nintendo Switch und wir gucken mal oben. Super Smash Bros. Ultimate. Und hinten haben wir dann alle Kämpfer drauf, die es so gibt und an der Seite nur schwarz. Das Ding ist in so einem Kondom angekommen und war nicht anders eingepackt. Also es war nichts drumherum, nur so ein bisschen Papier halt von Amazon. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass einige Special Editions bzw. Limited Editions dann eventuell ein bisschen beschädigt ankommen. Gut, machen wir das mal auf, ziehen wir das Ding hier mal ab. Da haben wir halt, wie gesagt, dann oben den Karton und jetzt können wir das Ganze mal aufmachen. Das ist hier unten gesichert mit so einer Klebelasche und wir schauen mal, ob wir das so abkriegen. Weil auch Klebelaschen können wichtig sein später. Oh ja, doch. Die ist auch relativ einfach abzubekommen mit ein bisschen Vorsicht. Und ich würde sagen, wir öffnen mal die Box. Und da haben wir auch schon das Inlay der Box und das sieht schon mal nicht schlecht aus. Hier haben wir auf jeden Fall wieder mal die Kämpfer und hier direkt das Spiel. Und was mir direkt beim Spiel auffällt, ist, das Spiel hat kein USK-Logo vorne drauf. Auf jeden Fall sehr schön gemacht, ist ansonsten identisch. Ich vergleiche das jetzt einfach mal. Die Version habe ich mir selbst gekauft und die Version habe ich von Nintendo bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Und wir haben hier den Vergleich. Das Cover ist wie gesagt identisch, aber wir haben hier einen größeren Super Smash Bros. Schriftzug. Und ja, wie gesagt, das USK-Logo fehlt halt. Gut, nehmen wir das halt mal wieder beiseite und legen das Spiel mal beiseite und schauen mal, was noch so in der Box drin ist. Und da kommen wir schon zur nächsten Ebene. Und was ich extrem cool finde, muss ich gerade mal sagen, dass die Dinger wirklich noch einzeln eingepackt sind. Also nicht irgendwie nur in Folie drin rumliegen, sondern hier so richtig schön ausstaffiert in der Verpackung drin liegen. So, schauen wir mal. Holen wir das mal raus. Und haben hier im Grunde genommen den GameCube-Adapter an sich im neuen Switch-Design. Und hier steht dann auch nochmal explizit drauf, dass der auch mit der Wii U funktioniert. Holen wir den mal raus. Hier haben wir dann halt wieder mal ein bisschen Toilettenpapier. Das heißt wahrscheinlich, wie man das Ding an die Konsole anschließt. Da können wir gleich mal reingucken, damit ihr dann auch Bescheid wisst. Aber ich gehe davon aus, dass man genauso wie beim GameCube, wie bei der Switch, wie bei der Wii U, so, beide USB-Anschlüsse benötigen wird. Ja, und da haben wir hier den Adapter, der ist auch relativ groß. Also ich hätte nicht gedacht, dass der so groß ist. Ich habe hier noch so einen Dritthersteller-Adapter, der ist nicht so groß. Aber macht auf jeden Fall einen schönen Eindruck, auch hier oben wieder mit dem Nintendo-Logo drin. Und wir können ja mal schauen. Und wir können ja mal schauen, ob da irgendwas mit drin beschrieben steht.
Nein, will's nicht. Aber ich gehe davon aus, dass man beide Anschlüsse anschließen muss, um vier Controller anschließen zu können. Hat man ja nicht umsonst an der Docking Station von der Switch. So, und auf der anderen Seite ein originaler, von Nintendo produzierter GameCube-Controller. Und hier wird es natürlich interessant. Alter. Ihr müsst hier ein bisschen aufpassen. Diese Lasche hier ist so eingeklemmt. Und nicht, dass ihr euch den Karton zerreißt, wenn ihr die Verpackung noch behalten wollt. Und damit ist es eigentlich auch schon mit dem großen Karton erledigt. Ein relativ großer Karton für die drei Sachen. Und ja, da haben wir hier den GameCube-Controller hier mit dem Smash-Logo drauf. Auf der rechten Seite nochmal der Hinweis auf den Adapter, beziehungsweise man kann den natürlich auch direkt am Nintendo GameCube verwenden. Und das finde ich richtig cool gemacht, dass man hier nochmal das alte GameCube-Logo mit aufgedruckt hat. Und mit der Wii kann man den natürlich auch verwenden. Also der hat schon richtig Nostalgie-Flair. Und wir machen diesen Controller jetzt mal auf. Und das GameCube-Design wurde ja ganz oft wiederverwertet, auch von Drittherstellern und so. Und das finde ich schon, dass sich das so lange gehalten hat, das GameCube-Design, finde ich schon krass. Weil es ist, sage ich mal, ein schöner Controller und viele favorisieren den auch für Smash. Aber es gibt natürlich auch wesentlich bessere mittlerweile. Und wir packen den jetzt mal aus seiner blauen Tüte hier aus. Und so einen neuen GameCube-Controller in der Hand zu haben, ist schon irgendwie, hat schon irgendwie was. Das ist geil. Das hat schon irgendwie was. Wir haben auch hier wieder diese super Schultertasten, die ich nicht favorisiere. Aber die fühlen sich genauso an wie beim Original. Aber der Analogstick ist ein bisschen gummiert. Das war beim Original nicht so. Der hatte ein bisschen plastikartig das Gefühl und die Oberfläche ist auch relativ rau. Ansonsten sind die Knöpfe mal wieder sehr präzise. Und da der Inhalt der Edition wahrscheinlich identisch sein wird, mache ich hier einfach mal die von Nintendo auf. Dann kann ich nämlich mein Originales eingepackt lassen. Und wir ziehen das hier mal auf. Die Bänder sind ja hier schön und gut. Ah, jetzt. Ach, wisst ihr was? Weil ihr es seid, wir machen beide Versionen auf und gucken mal, ob es da noch irgendeinen entscheidenden Unterschied gibt. Ich denke fast nicht, aber wir wollen es ja schließlich wissen, oder? So, dann ziehen wir das hier auf. So, und damit haben wir einmal die im Handel erhältliche normale Version und einmal die, die der Special bzw. Limited Edition beiliegt. Machen wir beide mal auf. Und wir haben tatsächlich noch einen Unterschied. Bei der Limited Edition ist offensichtlich noch so ein kleiner Hinweis dabei. Warum auch immer. Und bei der Special Edition... doch, es gibt Unterschiede auf jeden Fall. Wir können ja mal schauen. Der Druck... Nein, es gibt tatsächlich Unterschiede. Wow. Nehmen wir den GameCube-Controller mal beiseite. Und zwar, wenn wir ganz genau hingucken, dann haben wir hier Ready to Fight und hier einfach nur Kampfbereit. Ansonsten, die Cartridges sehen, soweit ich das jetzt beurteilen kann, identisch aus. Und auch die Seriennummer hier unten ist dieselbe. Also die Cartridges sind auf jeden Fall identisch. Die können wir auch nochmal umdrehen. Die sind auf jeden Fall gleich. Und ansonsten fallen mir aber noch ein paar Sachen auf. Wir haben bei der finalen Retail-Version offensichtlich einen anderen Druck mit mehr Kämpfern, wenn ich das jetzt richtig sehe. Oder... bilde ich mir das jetzt ein. Weil wir haben hier zum Beispiel den Pac-Man,
weiter links als zum Beispiel hier auf der Verpackung. Oder hier haben wir dann sogar noch ein extra Kämpfer. Also es gibt auf jeden Fall schon ein paar Unterschiede bei den beiden Versionen. Das ist auf jeden Fall interessant zu beobachten. Ich gehe mal davon aus, dass die hier bei der offiziellen deutschen Version soweit alles dann schon fertig hatten. Und diese hier wurden schon früher gepackt, weshalb die halt auch nicht identisch sind. Wenn wir jetzt uns das Artwork angucken, das müsste... Ja, das ist ziemlich identisch auf jeden Fall. Es gibt Unterschiede. Und was mir gerade auffällt, ich glaube, man hat das ganze Artwork hier so ein bisschen kleiner gemacht auf der rechten Seite, weil der Pikachu ist halt auch ein bisschen höher. Ah, und der Yoshi fehlt hier auf der Packung. Das ist ja krass. Da sind ja wirklich mehr Unterschiede, als man glaubt. Der Yoshi fehlt. Fällt da noch was auf? Ich gucke jetzt gerade mal. Das sind ja wirklich mehr Unterschiede, als ich dachte. Aber das ist interessant. Also wie gesagt, hier haben wir noch offensichtlich... Auf der einen Seite ist hier der Yoshi drauf. Aber hier fehlen offensichtlich ein paar Kämpfer. Und auf der anderen Seite ist hier der Yoshi nicht drauf. Und hier sind mehr Kämpfer in der Innenseite. Also das ist ja... Wow. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Aber das hier ist, wie gesagt, die Version, die mir freundlicherweise Nintendo zur Verfügung gestellt hat. Das wird auch die sein, die beim Stream spielen. Ich gehe davon aus, die Software wird dieselbe sein. Kleinen Nachtrag habe ich natürlich noch. Die Rückseiten haben wir ja völlig vergessen. Und da unterscheiden sich die Versionen tatsächlich auch. Und zwar haben wir hier die Figuren auf einer völlig anderen Stelle. Und jetzt könnte man natürlich denken, dass die Version der Special Edition die PEGI-Fassung ist. Ist sie aber tatsächlich nicht. Denn hier gibt es keinerlei Hinweise auf Altersfreigaben oder ähnliches. Und natürlich haben wir oben noch einen anderen Schriftzug auf Deutsch mit kleinem Untertitel. Und ja, das wollte ich wenigstens noch loswerden. So, und dann haben wir im Grunde genommen die Limited Edition einmal ausgepackt. Schönes Paket, hat auf Amazon nicht mehr 99, sondern nur noch 88 Euro gekostet. Und dafür ist es durchaus in Ordnung, finde ich. Kann man machen, dafür, dass der GameCube-Controller mit dabei ist und der Adapter, ist der Preis durchaus gerechtfertigt. Na gut, das soll es gewesen sein mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann lasst doch den Daumen nach oben da und ich würde mich freuen, wenn ihr im Stream vorbeischaut. Vielleicht kriegen wir es ja heute Abend noch hin. Bis dann, ciao, auf Wiedersehen.